Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Klaus Wowereit, lieber Klaus Wiesehügel, lieber Ahmed Yusson, liebe Annelie Bundenbach, liebe Gäste, vielen Dank für die Einladung. Mir schien es eine Verpflichtung zu sein gegenüber Klaus, auch vor dem Hintergrund des vorletzten Tages, wo er Vorsitzender der IG Bauen Agrar ist, zu euch zu kommen. Ich muss mich zunächst entschuldigen, weil ich euch eures Vorsitzenden ja quasi beraubt habe. Das ist zwar nicht so zuvor gegangen wie auf dem Bundesligaspielermarkt. Die IG Bauen Agrar Umwelt hat auch keine Ablösesumme gekriegt von 50 Millionen. Aber ich weiß, welcher Verlust das ist, einen so langjährigen Vorsitzenden zu verlieren, ein Schwergewicht in der deutschen Gewerkschaftsbewegung, ein markantes Gesicht, ein markanter Vorsitzender eurer Gewerkschaft. Und deshalb weiß ich, dass das sehr schwer wiegt. Auf der anderen Seite, ich bin mir sicher, dass dein Nachfolger morgen zu wählen und eines Tages vielleicht auch deine Nachfolgerin diese IG Bauen, Agrar und Umwelt genauso tüchtig in die Zukunft führen werden, wie du das in den letzten mehr als einem Jahrzehnt getan hast, Klaus. Ich bin mir ganz sicher. Diese Regierung, meine Damen und Herren, und ich will vorsichtig sein und einen solchen Gewerkschaftstag von euch nun auch nicht ummünzen, aber ich denke, zwei Wochen vor der Wahl ist auch dort Klartext erlaubt. Diese Bundesregierung ist eine der tatenlosesten, zerstrittensten und, wie ich glaube, auch rückwärtsgewandtesten Bundesregierungen, die wir lange gehabt haben. Ich will da keine Tour d'Horizon eröffnen und über das gesamte Spektrum von Themen gehen, aber insbesondere aus der Interessenlage eurer Gewerkschaft und der vertretenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darf man als erstes feststellen, dass wir in der Infrastruktur von der Substanz leben. Und das hat ja viel mit Investitionen im Hochbau und im Tiefbau zu tun. Dieses Land lebt von der Substanz sowohl in seiner Verkehrsinfrastruktur wie in der Energieversorgung, wie auch mit Blick auf den Ausbau der wichtigen Datenautobahn des 21. Jahrhunderts. Sie hat nichts getan, um den erkennbaren Verfall von Straßen, Schienen und Brücken entgegenzuwirken. Ihr kennt die Engpässe in dem Straßenverkehr, ihr kennt die Engpässe auch im Schienenverkehr. Diese Bundesregierung hat nicht genügend investiert in den Erhalt und in die Engpassbeseitigung, die wir in der Infrastruktur haben. Die Zukunft dieses Landes liegt wahrscheinlich in so etwas, was man als Industrie 4.0 bezeichnen kann. Dies setzt aber voraus, dass in der Zukunft nicht mehr nur Autobahnen und Schienen Bestandteile einer wichtigen Infrastruktur sind, sondern ein schnelles Internet, die Datenautobahnen des 21. Jahrhunderts. Und auch hier stockt es. Auch hier hat es große Begriffe gegeben, große Ankündigungen, die folgenlos geblieben sind. Wer weiß noch, dass Frau Merkel vor einigen Jahren die große Breitbandausbaustrategie vertreten hat? Ich scheue mich deshalb nicht zu sagen, dass in diesen wichtigen Teilen der Infrastruktur, die alle mit Investitionen verbunden sind, alles mit Zukunftsinvestitionen, wir in den letzten 4 Jahren Stillstand gehabt haben, 4 verlorene Jahre. Wir haben sehr stark von der Substanz gelebt. Richtig ist, die Bundesrepublik Deutschland steht relativ stark dort. Zu dieser Realität, die Frau Merkel auch gerne beschreibt, gehört allerdings auch noch ein anderer Teil. Der besteht daraus, dass 7 Millionen Menschen in Deutschland unter 8,50 Euro bekommen. Er besteht daraus, dass 1,4 Millionen trotz Vollzeit so wenig verdienen, dass sie anschließend aufgestockt werden müssen von der Gemeinschaft der Steuerzahler. All diejenigen, die sich von dieser Bundesregierung in den abgelaufenen 4 Jahren eine umfassendere Rentenreform versprochen haben und eine Pflegereform. Die gucken durch die Röhre. Das, was mir salopp ausgesprochen auf den Keks geht, ist, dass dann Frau von der Leyen mit einem Plakat durch die Gegend läuft, auf dem Lebensleistungsrente steht, und das wird als ein politisches, rentenpolitisches Programm verkauft und dargestellt. Und das, was mir noch mehr auf den Keks geht, ist, dass diese Lebensleistungsrente ein nackter Zynismus ist. Und man wieder dreimal Erklärungen hinzufügen muss, dass diese Lebensleistungsrente von Frau von der Leyen nichts anderes ist als 15 bis 20 Euro mehr über der Grundsicherung im Alter. Mehr nicht. Die SPD ist die einzige Partei, die ein Rentenkonzept vorgelegt hat. Über das können wir nach wie vor debattieren. Das müssen wir wahrscheinlich weiterentwickeln, insbesondere auch mit Klaus Wiesehügel im Amt des zuständigen Arbeits- und Sozialministers. Aber wir sind die einzige Partei, die ein Rentenkonzept vorgelegt hat. Mit einer Reihe von Faktoren, wo ich den Eindruck habe, oder Beiträgen, wo ich den Eindruck habe, die könnten unstrittig sein. Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, eine Solidarrente von 850 Euro und auch der ersten Brücke
Für diejenigen, die 45 Versicherungsjahre auf dem Buckel haben, nicht Beitragsjahre, die abschlagsfrei mit 63 in die Rente gehen können. Das ist die erste Brücke da hinein. Ich sage mit großer Bestimmtheit, ich möchte, dass das Normalarbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig, unbefristet und tarifgebunden in Deutschland wieder der Normalfall wird. Ihr wisst besser denn als viele andere, dass eine solche Lohnuntergrenze à la CDU-CSU ein Flickenteppich von branchenbezogenen, regional bezogenen Abschlüssen ist, die eventuell auch noch, wenn man strittig ist, durch einen Losentscheid festgelegt werden und dass vor allen Dingen 1,4, 1,5 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die zwar unter dem Dach eines Tarifvertrages sind, aber unter 8,50 Euro verdienen, die gelackmeierten sind und durch die Röhre gucken. Das ist die Lohnuntergrenze der CDU-CSU. Wir sagen, nein, wir regeln das gesetzlich, flächendeckend für die Bundesrepublik Deutschland mit 8,50 Euro. Das ist qualitativ etwas völlig anderes als das, was mit dieser Schachtel Lohnuntergrenze wieder ins Schaufenster gestellt wird. Wir alle, Sie, die Wählerinnen und Wähler, Sie haben es in der Hand, welche Richtung dieses Land nimmt, ob wir aus dem Stillstand in die Bewegung kommen, ob es mehr Tatkraft gibt. Ich wende mich deshalb an alle in diesem Land, die in und mit diesem Land noch etwas vorhaben, die in die Zukunft dieses Landes investieren wollen und die ein klares Gefühl dafür haben, dass der Zusammenhalt dieser Gesellschaft eine der wichtigsten Grundlagen ist, auch für erfolgreiches Wirtschaften. Vielen Dank.